durch die Gemischtheit der Gruppe und die unklare Ausrichtung wurde einfach keine klare Vorstellung entwickelt, was wir wirklich tun wollen in der konkreten Situation der Räumung. Wir haben trotzdem wie verrückt dorthin mobilisiert und das sehe ich im Nachhinein ganz klar als einen Fehler von uns. Wir hätten uns vorher überlegen sollen, was wir eigentlich wollen und das auch an unsere Unterstützer weitertragen sollen. Na, schöne Frau, wie hast du denn geschlafen heute Nacht? Oh, wunderbar, viel zu kurz. Wecker von 6 bis 7:30 immer alle 6 Minuten weitergestellt. Echt? Oh, jetzt geht's wieder. Noch 20 Kaffee und 80 Zigaretten. Und es passiert nichts. Ne? Jetzt sitzen wir auf glühenden Kohlen und naja, heute wird wohl nichts mehr gehen. Über den Nachmittag glaube ich nicht, dass du kommst. Stelle ganz herzlich begrüßen die Bambule-Leute, die dafür kämpfen, dass sie im Karo-Truppe bleiben können. Sondern es gab die Zusicherung, freiwillige Räumung des Platzes gegen zur Verfügungstellung eines alternativen gemeinschaftlichen Wohnprojekts. Es wurde auf jeden Fall dann am Abend vor dem 4. November entschieden, dass wir nach der dritten Aufforderung wegfahren wollen, weil eigentlich keiner Lust hatte, sich seinen Wagen zerrocken zu lassen. Dann wurde in der Nacht bereits begonnen, die Bauwagen, die schwerer zu rangieren sind und auch langsamer zu transportieren, entweder schon auf andere Plätze zu verteilen oder abfahrbereit auf die Straße zu stellen. Wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Hoffentlich seid ihr wach, lebendig und einsatzbereit. Viele haben halt eine Neuauflage von 94 erwartet, was glaube ich gar nicht machbar gewesen wäre, diesen Platz so zu befestigen, dass man ihn verteidigen kann, da auch die Überwachung durch unsere Freunde in Zivil immer stärker wurde, eigentlich permanent war. Muss das denn sein mit Schlagstöcken? Ich kann gleich losgehen. Ansage los. Sie werden hiermit aufgefordert, der Anordnung grundsätzlich Folge zu leisten. Am nächsten Morgen haben wir dann tatsächlich nach der dritten Aufforderung den Platz verlassen. Unser Plan war, uns als Demo zu formieren und uns auf dem Gelände der Universität abzuparken, wo eine Einladung der Asten bestand. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Presseausweis, ich wurde neben ihm gezeigt.
Machen Sie bitte sofort die Kamera aus und zeigen Sie mir Ihren Presseausweis, bitte. Ihren Kollegen. Hat er gerade gesagt. Sino algo más simple y definitivo. Lo llamamos al espectro. Ekartasuna da, erren arteko samurtasuna. Isiltasunaren memoria, hoiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu egin dena. Piztu egiten duena zarea, eramaten gure itzarran. Baratorroiduak engrasatu gara. Die Demo ging dann durch die Schanze zuerst, um dort zwei Bauwagen in den Hof eines befreundeten Wohnprojektes zu stellen. Angemeldete Demonstration und wir haben eine Einladung von der Uni, vom AStA, eine Kundgebung auf dem Unigelände zu halten. Das ist eine Solidaritätsbekundung. Wir sollen eben auf der Uni unser politisches Anliegen rüberbringen. Und ich weiß jetzt nicht, warum dann hier die Polizei mit allem, was sie hat, auffährt. Die Bullen sagen, wir sollen hier weg, sonst beschlagnahmen sie uns, also unsere Wägen, uns dann wahrscheinlich auch. Und sie sagen aber nicht, wo wir hin sollen. Also wir sollen weg, aber es ist dieser Senat und jetzt als die Polizei als Ausführende, sie kriegen es nicht geregelt zu sagen, wo man hin soll, sie kriegen es nur geregelt zu sagen, man soll weg. Das geht so nicht. Wir stehen gerade vom Unigelände, die wollen uns nicht rauflassen und hier ist gerade ein Typ von der Uni, der sich jetzt versucht für einzusetzen und Götzi auch. Ja, es ist eine Absprache, hat sie zu geben in den Verhandlungen, die irgendwie seit, weiß ich nicht, einer Stunde oder anderthalb laufen, dass jetzt eben, dass die Bullen uns in 10 Minuten quasi ihr Spalier aufmachen, den Kessel öffnen und uns rausfahren lassen, geschlossen, zusammen, nicht vereinzelt aufgesplittet, sondern halt zusammen und uns in Ruhe die eine Nacht Heidekampfsweg, das ist Hammerbrook, die Richtung hinten raus, auf einem Autohof abhaken können. Und morgen geht das Ganze dann ein Spielchen weiter. Auf dieser Tankstelle angekommen, waren wir sofort von Polizei umstellt. Der Hubschrauber kreiste über uns und es hieß, es seien jetzt alle beschlagnahmt. Dann begannen weitere Verhandlungen. Im Zuge dieser Verhandlungen forderte die Polizei, dass wir, wenn wir der Sicherstellung unserer Fahrzeuge entgehen wollten, doch bitte Hamburg zu verlassen hatten, zum Beispiel nach Niedersachsen. Und
soll das laufen? Wir fahren dann da in die Fersbergstraße. Fersmannstraße und dann fahren wir mit den Fahrzeugen, die da stehen bleiben sollen, fahren wir kurz rein. Genau, und von da aus fahren wir weiter. Denn zu genau, und die anderen Fahrzeuge lassen wir in der Fersmannstraße stehen, die warten draußen. Genau. Wir dürfen umladen. Bitte? Und wir dürfen umladen. Okay, gut.